Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind wieder mittendrin in Jurassic World Evolution. Und ihr seht's, wir sind in dem T-Rex seinem Gehege. Oh oh, oh oh. Nee, nee, lass mich mal schön in Ruhe. So, den wollte ich heilen, genau. Ja, schaut mal auf den Kontostand. 95 Mille. Was habe ich getan? Eigentlich gar nicht viel. Der Park läuft einfach. Na klasse, Sabotage. Wow, dicker, dicker im Anmarsch. Ja, ich sage euch gleich, was ich getan habe. Erst muss ich mich um die Sabotage kümmern. Ich habe nämlich das ein oder andere herausgefunden. Und daran lasse ich euch natürlich teilhaben. An den Dinosauriern habe ich wie immer nichts verändert. Das mache ich immer nur mit euch. Aber ich dachte, ich möchte mal schauen, wie kriege ich denn am besten die 5-Sterne-Bewertung bei einem Park. Und deswegen habe ich so ein bisschen rumgetrickst und rumgespielt und einfach wieder mal ein bisschen gesuchtet und gefarmt. Und ja, das werde ich euch gleich mitteilen. Zunächst mal. Oh nein, die Raptoren sind los. Zunächst mal. Oh, mach doch erst das zu, Junge. Idiot. Alles muss man selber machen. So. Kümmern wir uns halt selbst drum, wenn der es nicht macht. Oh, jetzt haben wir auch noch Sabotage in dem Park. Das darf nicht wahr sein. Die wollen hier ums Verrecken verhindern, dass ich 5 Sterne bekomme. Ich merke schon. Hier haben wir auch Sabotage. Na klasse. Da sind die Ranger zum Glück direkt vor Ort. Das ist auch sinnvoll, die Ranger so nah es geht an diese Gehege zu stellen. Wo haben wir noch Sabotage? Hier haben wir Sabotage. Ihr seht, das ist schon praktisch. Na, hier. Gut. Ja, ich möchte heute auf jeden Fall auf die neue Insel. Momentan bringe ich ja 3 Folgen am Tag. Das liegt wirklich daran, dass wir im Livestream möglichst viele Dinosaurier freigespielt haben. Und jetzt zeige ich euch, was ich herausgefunden habe. Und zwar, seht mal hier, Verwaltungsansicht. Ich dachte mir, weshalb habe ich hier die Dinosaurier, geringe Vielfalt, okay, das ist klar, warum ich nur 4,5 habe, aber hier hatte ich immer viel zu wenig und das ist jetzt sehr gut geworden. Und zwar schaut mal hier, Dinosaurier-Sichtbarkeit 92, Nahrungsbewertung, Getränkebewertung. Ich habe erst gedacht, naja, ich baue einfach unendlich viele Getränke und so weiter und Nahrung und so weiter, aber das ist eben nicht alles. Das ist gar nicht mal so einfach. Bisher haben wir uns immer nur um die Dinosaurier gekümmert. Ach nee, die könnte ich eigentlich auch da drin lassen. Na? Das löschen wir. Lassen wir den T-Rex einfach mal in das Gehege. Ach nee, das sind auch noch. Ja, da müssen doch... Machen wir die zwei nach rechts. Mhm, Aufgabe, zack, zack. Gut. Ranger-Team, Aufgaben. So, so, so. Hier ist auch noch irgendwo eins. So. Und das letzte. Unterwegs zur Futterstation. Tum, tum, tum. Kein Problem. Tum. Setzen wir dem noch was zu essen rein. Dass da auch zufrieden sind, die Kinder, wa? Die Kinder. So, eine Ziege, perfekt. Eine Ziege für die Biene. Nee, halt. Mach eine Biegefliege. Kennt ihr das noch? Tor schließen, gut. Transport, hier, da. So, was wollte ich euch zeigen? Ihr schaut, Verwaltung. Und jetzt haben wir hier Strom. Wo haben wir Strom? Das ist klar. Dann... Wetter brauchen wir auf dieser Insel nicht. Hier wird es interessant. Schutzräume. Seht mal, alles was blau ist, ist geringe Nachfrage. Was rot ist, ist hohe Anfrage. Logisch, denn hier ist der Schutzraum zu weit weg. So, was habe ich aber gemacht? Ich habe mal geschaut. Zeigt an, wo die Leute Spaß möchten. Und zwar, gerade an solchen Ausgucken, ist es immer sinnvoll, dass die Spaß bekommen. Heißt, ihr stellt da am besten irgendwo was hin, wo die Spaß erhalten. Das heißt, hier muss irgendwo was in der Nähe sein. Souvenirladen, was ihnen Spaß eben bringt. Und genauso verhält sich es beim Einkauf. Ist jetzt alles blau. Ich habe mal geschaut, dass alles blau wird. Zeigt an, wo die Gäste durstig sind.
Deswegen hier ein Fastfood-Restaurant, wo sie was zu trinken bekommen. Und jetzt wird es aber richtig interessant. Ihr klickt da drauf und geht auf den Reiter Geld. Und jetzt schaut mal hier. Wir können unterschiedliche Dinge einstellen: Dino-Häppchen, Dino-Speisen, Dino-Schmaus. Und müssen dann auch noch den Preis anpassen. Jetzt schaut mal, wenn ich den hier nach oben mache, sieht man unten die Gewinnschwelle. Gesamt pro Minute. Also wir können hier durchaus noch hochgehen. Es geht immer noch plus, 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 plus. Das macht ihr so lange, bis die Gewinnschwelle erreicht ist. Jetzt wird es schlechter. Das heißt, ich lasse es ungefähr hier. Und so machen wir hier immer noch Geld. Wir haben 86 Gäste, 900 können rein. Das heißt, auch hier können wir das Personal etwas reduzieren. Dann wird die Gewinnschwelle auch höher, denn wir brauchen nicht so viel. Wir haben ja nur 86 Gäste. Das habe ich bisher überhaupt nicht gewusst. Sprich, bei jedem einzelnen Gebäude, zum Beispiel hier, Souvenirladen, können wir schauen, okay, wie sieht es mit der Gewinnschwelle aus? Verkaufe ich für 33? Ich habe hier ein Nachtsichtgerät ausgewählt. Jetzt können wir mal schauen, wenn wir hier nur 35 Gäste haben, können wir das ein bisschen runter reduzieren. Sprich, wir machen mehr Geld. Das müsst ihr überall einstellen. Und das macht das Spiel natürlich noch komplexer, als es sowieso schon ist. Es geht also nicht nur um die Dinosaurierpflege, sondern dann auch wirklich um die Parkbesucher. Und ja, das habe ich jetzt in der letzten Folge noch nicht gewusst, beziehungsweise nicht gemacht. Deswegen habe ich den Park jetzt mal komplett umgebaut. Was heißt komplett umgebaut? Ich habe die gesamten Dino-Gehege natürlich gelassen, aber ich habe geschaut, dass überall Transportmöglichkeiten sind. Hier, diese Fummelerei wollte ich euch einfach nicht antun. Das war wirklich schwierig, das hier durch das enge Ding zu leiten. Hat aber ganz gut geklappt. Und hier habe ich auch geschaut, also es hilft nicht einfach nur mega viele Fastfood-Restaurants oder allgemein Restaurants zu bauen oder Spielhallen, sondern ihr müsst einfach schauen, wo ist der Bedarf? Und den Bedarf seht ihr eben hier. Hier haben wir jetzt blau, das heißt, Trinken sind sie versorgt, Essen sind sie auch versorgt. Hier drüben seht ihr jetzt, hier ist zu wenig Nahrung. Das heißt, hier sollte irgendwo ein Restaurant hin. Habe ich allerdings das Problem, dass ich hier einfach keinen Platz mehr habe, sonst hätte ich das auch getan. Mein Ziel war wirklich mal alles möglichst blau zu bekommen. Und das habe ich jetzt auch so gut es geht geschafft. Hier haben wir einen Toten. Den transportieren wir ab. Diplodokus können wir freilassen. Brachiosaurus können wir auch freilassen. Genau, das war eigentlich das, was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte, bevor wir auf die neue Insel gehen, was wir dann sofort tun werden. Die sind eigentlich wirklich zufrieden. Da habe ich jetzt auch mal geschaut, was so die Schwelle ist. Also ich habe mittlerweile 4, 5, 6 Brachiosaurier hier drin und die sind immer noch zufrieden. Also sozial ist jetzt gerade so an der Schwelle angekommen. Alles schon interessant. Man muss wirklich viel rausfinden, viel austesten. Je nach Größe gehen da auf jeden Fall 6 rein. Genauso mit den Diplodokus habe ich auch geschaut. Informationen, da habe ich jetzt auch 6 Stück. Beziehungsweise, nee, da ist mir jetzt einer wieder weggestorben. Ja, aber man kann da schon ein paar mehr reinstecken, das geht schon. Hab ich ausgetestet. So, dann füttern wir die noch schnell. Nachschubanfrage bestätigt. Bevor wir allerdings wechseln, habe ich euch ja noch einen Kampf versprochen. Den schauen wir uns heute an. Ich hoffe, dass sie auch aufeinander losgehen. Ich habe den Ankylosaurus, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem Aggressivgehen irgendwo gemacht. Jetzt hoffen wir mal, dass es der hier ist. Und schauen uns das Ganze mal an. Oh yeah. Ich glaube, das könnte interessant werden. Also, wenn der mit seinem Schwanz da hinten, mit der Keule, dem T-Rex einen gezielten Schwinger versetzt, sagen wir mal irgendwo hier unten ans Bein, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der auch auf die Matte geht. Auch wenn es der T-Rex ist. Oh, ich glaube, er peilt ihn an. Oder ist es die Ziege? Nee. Die Ziege ist schon tot. Oh my goodness. Was passiert? Was passiert? Der dreht ab. Ah, bisher. Ich glaube, der wird sich bald nicht wohlfühlen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass der, bevor der auf den T-Rex losgeht, dass er wirklich durchs Gehege bricht. Aber wir werden es sehen. Ich kümmere mich mal um den Toten, wenn die anfangen zu kämpfen. Dann wird uns das ja angezeigt. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Transportieren wir ab. Ja, naja. Habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Peilen Sie sich an. Aha. Ist das jetzt die bekannte Ruhe vor dem Sturm? Also er schaut ihn schon mal echt doof an. Der denkt sich, nee, was ist das denn für eine Kellerasse? Aber hier als König der Dinosaurier kann der das ja eigentlich nicht dulden. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jetzt wird's pikant. Ja, yep, ich glaube, das sieht nach Battle aus. Der Ankylo, der chillt da hart sein Leben. Schaut euch das mal an. Ganz gemach. Okay. Oh, jetzt hat er die Keule geschwungen. Achtung. Oh, Wirkungstreffer. Wirkungstreffer direkt. Der erste. Komm schon. Ich setze mein Geld auf dich. Komm, schwing ihm noch eine mit der Keule. Tu was, Junge. Tu was. Na, klasse. Ich glaube, das war's. Na. Das sieht böse. Oh, habt ihr es gehört? Genickbruch. Ja, klasse. Schrei noch lauter. Ich hasse dich. Scheiß T-Rex. Also, ich muss sagen, bisher hatte ich kein Mitleid mit den Gegnern. Aber das war irgendwie. Das sah jetzt unfair aus. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gutheißen kann. Sagt mal in den Kommentaren, ob ihr das. Naja. Was ihr davon haltet. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal sehen will. Aber das können wir ja im Livestream besprechen. Naja. War nicht so schön jetzt. War nicht so schön. Aber so ist es nun mal. Fressen und gefressen werden. Hier lassen wir noch einen T-Rex raus. Der kommt hier hin. Oh mein Gott, 103 Millionen, ey. Da geht richtig was. Du-du-du. Inselbewertungsbelohnung, Küstengebiet. Ich denke, jetzt habe ich die 5 Sterne. Ja, ich habe die 5 Sterne erreicht. Nice. Sehr cool. Oh, da können wir ordentlich was verkaufen. Das machen wir auf der anderen Insel. Dann haben wir da direkt ein bisschen Geld. Genau. Bevor wir jetzt wechseln, möchte ich euch zum Schluss noch zeigen, was ich so erforscht habe. Sind wir hier drauf? Brutkasten, ich glaube. Also den hier können wir neu machen. Den hier können wir eben neu machen, haben wir noch nicht gesehen. Und jetzt habe ich noch hier den Chasmosaurus. Und ich habe eine Krankheit im Park, das ist nicht gut, nicht gut. Der ist tot, das ist logisch. Könnt ihr ihn wenigstens fressen, wenn er ihn schon hier umbringt? Naja, kein Verlass mehr auf den Ray. Rakes, Rakes. Gut, Aufgabe hinzufügen. Heil mir mal bitte den Dicken hier. Okay, 5 Sterne. Das heißt, wir haben diese Belohnung freigeschalten. Wir haben eigentlich alles geschafft hier. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf zur Insel Nummer 4. Isla Penna ist die kleinste Insel der Las Cinco Muertes, was das Erstellen von Plänen ungemein erschwert. Dann schauen wir uns das mal an. Selbst die Ladebildschirme machen in diesem Spiel einfach Spaß. Liegt vielleicht einfach an der Nostalgie dieser Musik. Sieht ziemlich düster aus, wenn ihr mich fragt.
Okay. Was wir auf dieser Insel eigentlich wollen, aber ich finde, nach Touristenattraktion sieht sie nicht gerade aus. Sie müssen die Arbeiten hier exakt planen, bei all dem eingeschränkten Bauplatz und den hohen Betriebskosten. Ich schlage vor, sie investieren in teure Dinosaurier. Die gibt es allerdings auch nicht ohne gehörige Probleme. Man kann die Natur nicht einsperren. Sie passt sich an. Sie sucht nach Schwächen. Und wenn sie sie findet, nutzt sie sie aus. Nicht hin und wieder. Immer. Diese Insel ist alles andere als Hammonds Dinosaurierparadies. Und wenn hier etwas schief geht, ist dieser Ort alles andere als sicher. Puh, das sind ja keine rosigen Aussichten. Vorteil ist, wir haben jetzt schon ein bisschen Geld. Durch das, dass ich hier ordentlich was verkaufen konnte. Uns fehlt auf jeden Fall eine Forschungseinrichtung. Das brauchen wir definitiv. Was haben wir denn? Wir haben ein Entwicklungslabor. Wir haben Fossilienzentrum. Expeditionszentrum. Ein kleines Kraftwerk. Den Ankunftsort. Okay. Also hier müssen wir jetzt wirklich gut planen. Das ist wirklich eine triste, düstere Insel, ey. Oh je. So, also wir brauchen ein Forschungslabor, Betriebsgebäude, Forschungszentrum. Das müsste das hier sein. Ermöglicht das Erforschen neuer Technologien. Genau, das brauchen wir. So, wir müssen jetzt wirklich echt gut überlegen. Hier hinten könnte ein Kraftwerk eigentlich hinkommen. Das wäre, glaube ich, gut. Wo haben wir Platz für das Forschungslabor? Das würde, glaube ich, hier ganz gut reinpassen. Schön jeden Zentimeter ausnutzen, den wir generieren können. So, sieht das gut aus. Kommt direkt ein Weg, natürlich. Dass die Forscher auch da wirklich rankommen, können die ja nicht richtig arbeiten. Ich meine, überlegt euch mal. Überlegt euch mal, der müsste von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pi mal Daumen, 25 Meter. Naja, vielleicht ein bisschen mehr, 50 Meter. Das wäre schon übers Gras, ne. Also hallo, ich bin Wissenschaftler. Nicht, dass ich noch schmutzig werde hier. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen definitiv immer Strom. Das heißt, die wichtigsten Dinge baue ich jetzt direkt mal am Anfang. Das wäre natürlich nice, wenn das hier irgendwie hinginge. Kommst du rein, siehst du gleich mal ein Riesenkraftwerk. Klasse. Oder wir bauen das ganz nach hinten, wo ich vorhin gesagt habe. Na, geht das da irgendwie rein? Das wäre schon dufte. Oh ja. Kein Strom. Super. Kommt gleich. Kommt gleich. So. Ja, also ich sehe jetzt schon, die Schwierigkeit wird sein, wie kriegen wir hier möglichst viele Parkbesucher rein. Das heißt, hier müssen wirklich ein paar ordentliche Dinosaurier her, wie die gesagt haben, nicht unbedingt viele, aber ein paar große. Da denke ich direkt an Tyrannosaurus und an Ceratosaurier. Und wer weiß, ich glaube, es dürfte bald auch Zeit werden für einen Indominus. Vielleicht können wir den hier irgendwie freischalten auf dieser Insel. Das wäre auf jeden Fall schön. Eigentlich könnten wir theoretisch direkt sowas hier nochmal hinbauen. Kleines Gehege. Aber dann brauchen wir wieder ein Entwicklungslabor. Ja, überlegen wir uns noch so Wege. Auch hier jeden Zentimeter nutzen. Ranger brauche ich natürlich, das ist ganz wichtig. Oh, hier ist ein Eingang, glaube ich, ne? Ja. Dann kommt hier mein Ranger-Team hin. Ranger-Station. Möglichst dicht am Gehege. Dass sie auch schnell da sind. Wo stehen denn nachher die Autos? Die stehen als hier vorne. Da ist der Weg. Gut, dann kommt das dahin. Den Weg führen wir hier weiter. Also ich muss sagen, es macht mir immer wieder Spaß, so eine neue Herausforderung. Also ich finde das gerade am Anfang sehr spannend,
die neue Insel zu bebauen, weil da kommt es wirklich drauf an. Am Schluss klar, die Feinheiten, dann alles betrachten, da hat man ein bisschen Zeit für die Dinosaurier und alles. Aber gerade das macht natürlich das Spiel aus. Immer diese neuen Begebenheiten. Der Weg ist nicht verbunden. Ach so, ja klar. Schauen wir, ob wir hier durchkommen. Na? Hab mir fast gedacht, dass das zu eng wird. So, Schlangenlinien. Ne? So. Was nicht passt, wird passend gemacht. Sehr gut. Das sieht doch schon mal ordentlich aus. Ja, die Upgrades machen wir später. Erstmal geht es wirklich jeden Cent sinnvoll zu nutzen. Was haben wir hier? Nur kein Strom, das ist klar. Dann verbinden wir das Ganze. Erstmal verbinden wir das hier hinten. Strom. Ein Mast brauchen wir. Ach, den habe ich ja schon. Okay. Dann brauchen wir wahrscheinlich ein Umspannwerk da hinten. Könnte ich mir gut vorstellen. Strom. Ein Umspannwerk. Genau, hier muss eins hin. Auch hier am besten irgendwo, wo es wirklich gar nicht mehr stört. Man lernt immer was dazu. Das habe ich wirklich schon ein bisschen entdeckt. Jeder Zentimeter kann am Schluss wichtig sein, um eine 5-Sterne-Bewertung zu bekommen. So. Das passt. Wir haben irgendein Gehege freigeschalten. Geil. Betonmauer. Betonmauern, das brauchen wir definitiv hier in diesem Park. Das sind ja schon, ja, das sind schon. Gut, also ich würde sagen, hier wird es Zeit für den ersten T-Rex in unserem Park. Also die Frage ist jetzt T-Rex oder 2 Serato, aber ich glaube, der T-Rex bringt einfach mehr. 3,5 Millionen, der gute. Okay, da müssen wir erstmal das Ganze upgraden. Wir machen, egal wie lange es dauert, wir brauchen die Erfolgsrate hoch. Und dann müssen wir beim T-Rex ihn ein bisschen runter modifizieren, denn das Ko wir haben, glaube ich, einen neuen Skin für ihn. Küstengebietmuster, das ist das, was wir vorhin freigeschaltet haben, für die Tatsache, dass wir einen 5-Sterne-Park entwickelt haben. Deswegen finde ich das auch wichtig. Also nicht böse sein, das mache ich meistens dann ein bisschen abseits, weil das braucht einfach so viel Zeit, einen 5-Sterne-Park zu entwickeln. Das sind dann meistens kleine Mini-Nuancen, die noch fehlen. Und ja, da könnte ich stundenlang Folgen machen. Ich möchte euch einfach das Wichtigste zeigen. So, wir machen das Muster. Das haben wir nämlich noch nicht gesehen. Hier machen wir alles raus, was wir raus tun können. Zack, zack, zack. Und auf los geht's los. Mach mich stolz, Dicker. Gut, okay, hier kommt unser T-Rex. Hier geht auf jeden Fall ein sehr schönes Gehege hin. Hier geht auch noch ein Gehege hin. Aber ein bisschen Platz haben wir. Ein bisschen Platz haben wir. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ist alles so düster hier auf der Map, du. Okay, wir machen hier erstmal Blatt. Na? Aber auch mal schön. Es sieht so aus, als wäre hier dauerhaft Nacht. Ich glaube, die wollen hier einfach so ein bisschen diese Gefährlichkeit, diese Danger Zone betonen. Und ich finde, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier den Indominus freischalten. Ich hoffe es auf jeden Fall. So. Alles abholzen, was wir hier nicht brauchen. Nimmt nur Platz weg. Gut. Jetzt sieht das doch nach einer Sache aus und schon wirkt das Ganze auch ein bisschen größer. Okay, dann können wir mal schauen, was wir bei der Forschung haben. Ein Fossil haben wir noch freigeschalten. Aha. Den hier haben wir neu. Das haben wir freigeschalten durch einen Sicherheitsauftrag. Archeornithomimus. Archeornithomimus, okay.
wie auch immer man ihn spricht, 160.000 ist mir am Anfang definitiv too much. Gebäude, okay, hier können wir auch wieder Upgrades machen. Wird alles später gemacht. Wir sorgen jetzt erstmal für Besucher, sprich, wir brauchen. Oh, ich brauche ein ACU-Zentrum, das ist definitiv wichtig. Warten Sie nicht so lange. 1,0 Sterne, das sollten wir hinkriegen. Da vertraue ich jetzt einfach mal auf meine Skills, wa? ein ACU-Zentrum. Also hier ist wirklich wichtig, auf der Insel jeden Zentimeter ausnutzen. Na? Schon, komm schon, komm schon. Das muss doch irgendwie gehen. Da war's blau. Gut, so will ich das haben. Also hier kommt ein Gehege hin. Ah, jetzt ist halt wirklich die Frage, betäub ich 500.000, können wir uns das leisten? Es wäre natürlich schöner, wenn wir hier einfach ein Gehege machen könnten, ohne. Ist hier überhaupt Wasser drin? Ja, da so ein kleiner Tümpel. Ich aber hier ganz schnell betäuben, wenn da nämlich zwei drin sind. Aber das riskiere ich jetzt einfach. Wir können das immer noch später bauen, wenn wir das bräuchten. Zäune. Betonmauer. Okay. Ach, wir haben hier hinten auch noch. Ah, doch, da ist ein Besucherraum, wo die rein können, um Dinosaurier zu sehen. Kein Strom. Ah, das ist nicht optimal ausgenutzt hier. Kostet denn die Mauer? Die ist schon teuer. Aber egal. Wenn, dann machen wir es richtig. Boah, ist die teuer. Boah, ist die teuer. Ah, da war wieder Platz. Jeder Zentimeter ist da echt wichtig. Lass ich das jetzt so? Das reiße ich nochmal ab. Das muss einfach. Glück kostet das überhaupt kein Geld. Zäune. Kann ich das über den Weg bauen? Nö. Dum 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 dum, weg damit, weg damit. Ich finde, hier gehört ein Indominus rein. Definitiv. Mann, hab ich Bock auf das Tier. Da. Gehege, Zäune, Beton. Ach, hier muss eigentlich auch noch ein Tor rein. Wäre sicher nicht ganz so verkehrt. Muss man erst die Mauer bauen. Bin ich ja mal gespannt, ob die da auch noch durchkommen durch so ein Betonmauer Teil, aber ich kann es mir gut vorstellen. So, einmal ein Tor. Und dann brauchen wir einmal eine Beobachtungsgalerie. Eins. Lassen wir erstmal bei einer. Den Weg verbinden wir. Platz sparen. Was? Das hat keinen Strom? Habe ich hier kein Umspannwerk? Sehr schön. Jetzt wird doch ein Schuh draus. Oh, es wird, glaube ich, Tag, oder?
Ich glaube, es wird Tag. Ich hoffe, es wird Tag. Würde mich freuen. Sag mir nicht, das reicht jetzt nicht. Oh Mann. Hätte vielleicht direkt das Große verbauen sollen. Komm, jetzt geh da hin. Jetzt passt es. Hier brauchen sie Fleisch. Nur Fleisch macht Fleisch. Alter Bodybuilder-Spruch. Nein, Gäste brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen Fleisch. Aber ich find's gut, wir haben ein bisschen mehr Geld als auf Insel 3 am Anfang. Und eine Ziege. So. Den lassen wir gleich raus. Hier kommt noch ein bisschen Wasser hin. Wasser für die Welt. So. Kleiner Tümpel, wie drüben auch. Mehr brauchen die nicht. Gut. Also ich bin guter Dinge, dass wir hier auf jeden Fall Besucher reinbekommen, wenn hier der erste T-Rex rauskommt. Und das machen wir jetzt auch. Tyrannosaurus Rex. Auf das Muster gespannt. Erkennt man nur schlecht hier im Mondlicht oder was das sein soll? Besucherbewertung gratulieren. Also dann, Glückwunsch, sage ich mal. Ja, also zur Farbe kann ich wenig sagen. Er sieht dunkel aus. Laut ist er auf jeden Fall. Aber das sind sie ja alle. Gut, ich denke. Ich denke, darauf kann man aufbauen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr bisher so für einen Eindruck habt von der Insel. Also ich finde sie eigentlich ganz cool. Hier hinten könnte man dann später so ein paar spezielle Pflanzenfresser reinschicken. Mal schauen. Ich glaube, da könnte man dann später sagen, weil die haben wir ja noch nicht. Hier, diesen Chasmosaurus ist ein neuer. Dieser Styracosaurus ist auch neu und wen ich auch noch sehen will, ist dieser Grichtonsaurus. Das ist ja eine Art Ankylosaurus, nur eben spezielles, modifizierter schon. Bin ich mal gespannt, also ja, ob wir die auf dieser Insel unterbringen können, ist die andere Frage, da wir wirklich wenig Platz haben und große Tiere brauchen. Aber gut, wir haben ja alle Möglichkeiten der Welt und ich würde sagen, schauen uns nochmal kurz den Dicken an. Und dann bin ich raus für heute. Ja, trink du mal. Ah, scheint gemütlich zu sein. Geiles Bild. Oh yeah, brüll den Mond an wie die Wölfe. Schön. Ich sage auf Wiedersehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.